Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinesein. Ich helfe dir, dich selbst anzunehmen und dein Sein zu genießen. Der Neuanfang-Podcast unterstützt dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen in deiner Transformation hin zu einem Leben, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Es geht heute um den Autopilot. Und zwar ist das eine Bitte aus der Community, diese Episode. Und zwar hat jemand gefragt, das ist ja schön und gut, dass du immer darüber redest, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und sich zu spüren und so weiter. Aber wie mache ich das überhaupt? Wie komme ich da hin? Und wie schaffe ich das eben aus diesem Autopiloten, der mich durch mein alltägliches Leben steuert, rauszukommen? Und deshalb schauen wir uns heute an, was ist eigentlich dieser Autopilot und ist der jetzt gut oder ist der schlecht? Und was kann dir helfen, aus dem Autopiloten rauszukommen? Und welche konkreten Schritte braucht es dafür, eben hin zu mehr Achtsamkeit zu kommen und zu mehr Bewusstsein und Wahrnehmung? Und welche Tools können dich ganz konkret dabei unterstützen? Bevor wir damit starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir kurz mit mir gemeinsam ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich lade dich ein, spür es wirklich ganz bewusst, diese Dankbarkeit dafür. Und ich bin heute ganz besonders dankbar dafür, dass ich so tolle Freunde in meinem Leben habe, denn ich habe, ich glaube, es war Ende letzter Woche, ja, mit einer Freundin zusammengesessen und habe wieder festgestellt, wie unterschiedlich unsere Leben sind, aber wie schön wir trotzdem immer zusammenkommen können. Also, dass es keine Rolle spielt, dass unsere Leben so unterschiedlich sind, sondern dass es einfach trotzdem eine gemeinsame Ebene gibt. Und vor allen Dingen bin ich dankbar dafür, dass jeder von uns den anderen ja einfach sein Leben leben lässt und da nicht reinredet. Und dass wir einander unterstützen und auch Interesse aneinander haben, aber eben nicht bewerten, dass der andere ein anderes Leben führt, was uns nicht entsprechen würde. Und dass wir leben und leben lassen sozusagen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de/support. Und jetzt starten wir in die Episode. Ja, der Autopilot. Du weißt, immer wenn es um ein Thema geht, was ich versuche für dich zu verstehen, also für mich zu verstehen, aber natürlich dann eben für dich hier im Podcast aufzudröseln, zu übersetzen, schaue ich ganz gerne einfach mal, was sozusagen die offizielle Definition davon ist. Und die Definition auf Wikipedia zum Wort Autopilot, die sagt: Als Autopilot wird eine automatische, üblicherweise programmierbare Steuerungsanlage bezeichnet, welche Fortbewegungsmittel auf Wunsch automatisch lenkt, ohne dass Menschen, während der Autopilot aktiv ist, in die Steuerung eingreifen müssen. Das bezieht sich jetzt natürlich auf einen Autopiloten zum Beispiel in einem Flugzeug oder in einem Zug. Aber so einen Autopilot, den haben wir Menschen eben auch. Und auch wenn wir Menschen keine Flugzeuge oder Züge sind, kann uns diese offizielle Definition ganz viel darüber verraten, wie unser eigener Autopilot funktioniert. Und zwar unser Autopilot, diese programmierbare Steuerungsanlage in uns, das ist unser Unterbewusstsein, wo ganz viele programmierte Verhaltensweisen drin sind und ganz viele programmierte Denkweisen, die
ja, uns durchs Leben helfen, weil wir dann keine bewussten Entscheidungen treffen müssen und beziehungsweise manchmal eben auch nicht können. Das heißt, wir können Dinge ausführen und wir können Dinge denken, ohne ganz bewusst darüber nachdenken zu müssen, ohne bewusste Entscheidungen treffen zu müssen. Und programmiert wird dieser Autopilot, unser Unterbewusstsein, durch eben erlernte und immer wiederholte Verhaltensweisen, Erlebnisse und Gedanken. Ein ganz einfaches Beispiel ist das Autofahren. Wenn du einen Führerschein gemacht hast und den schon vor sehr langer Zeit und regelmäßig Auto fährst, dann ist es nichts, worüber du bewusst nachdenken musst, wenn du dich ins Auto setzt, dich anschnallst, den Motor startest, den ersten Gang einlegst, auf eine Kupplung kommen lässt, aufs Gas trittst und so weiter. Ich muss gerade mich konzentrieren, um die Schritte bewusst aufzählen zu können, weil man sie eben nicht bewusst macht. Natürlich, ganz am Anfang, in deiner allerersten Fahrstunde, warst du völlig überwältigt davon und hattest keine Ahnung, was du tun musst, aber je häufiger du es wiederholt hast, desto einfacher ist es geworden und desto unbewusster ist es eben geworden. Es ist in dein Unterbewusstsein übergegangen, du hast dich quasi selbst programmiert. Und ein anderes Beispiel wäre, wenn dir als Kind vielleicht deine Eltern oder irgendein Schulkamerad oder ein Lehrer dir mal gesagt hat, dass du dumm bist. Und du hast in diesem Moment, aus welchem Grund auch immer, die Entscheidung getroffen, dass diese Person recht hat und hast das für dich angenommen. Dann hast du diesen Gedanken bei jeder Gelegenheit, wo sie es angeboten hat, immer und immer wiederholt und dir immer und immer wieder unbewusst gesagt, dass du eigentlich dumm bist. Und das hat dazu geführt, dass das eine wirklich zementierte Überzeugung in dir selbst ist, die natürlich einen riesen Effekt auf dein Leben hat. Das heißt, wenn du davon überzeugt bist, dass du dumm bist, dann wirst du vielleicht viele Dinge gar nicht erst anfangen, weil du glaubst, du schaffst sie eh nicht. Oder du wirst dich gegenüber anderen Menschen anders verhalten, weil du Angst hast, dass sie schlauer sind als du. Das heißt, es sind zwar jetzt sehr unterschiedliche Beispiele, die aber auch klar machen, dass der Autopilot weder gut noch schlecht ist. Aber da kommen wir gleich zu. Woran merkst du jetzt, dass du im Autopiloten bist? Anzeichen dafür sind, dass du etwas eben nicht bewusst wahrnimmst, dass du eine Aktion ausführst, ohne darüber nachdenken zu müssen. Und oft auch so ein Gefühl entsteht, dass du eigentlich ganz woanders bist. Ein gutes Beispiel dafür ist, was ich immer wieder auch bei mir selbst beobachte, wenn ich zum Beispiel bei Instagram reingehe und in eben dieses Mindless Scrolling reinfalle, also ne, den Feed durchscrolle und scrolle und scrolle und scrolle, dann merke ich wirklich inzwischen, weil ich die Achtsamkeit bereits trainiert habe, aber dass ich so richtig reingesogen werde. Aber manchmal passiert es mir eben auch, dass ich es nicht merke und dass ich dann plötzlich, weil, was weiß ich, es an der Tür klingelt oder so, ich unterbrochen werde und dann merke so, wow, krass, wo war ich denn gerade mit meinen Gedanken? Ja, das heißt, da hat eine Programmierung in mir einfach übernommen und ich habe nicht mehr bewusst meine Handlungen gesteuert. Und diese Unterbrechungen, das sind die Punkte, an denen du meistens merkst, wenn du in einem Autopiloten bist. Wenn wir nochmal das Autofahrbeispiel nehmen, wenn du ein routinierter Autofahrer bist und dich während des Autofahrens gleichzeitig mit der Person neben dir unterhalten kannst, ohne da irgendwie groß angestrengt zu sein, weil das Autofahren dir eben in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil es in deinem Unterbewusstsein fix einprogrammiert ist, also die Abläufe, die du dafür benötigst. Und jetzt ergibt sich aber gerade vielleicht eine stressige Situation im Verkehr, irgendwas, was eben nicht deiner Gewohnheit entspricht, etwas, was deinen Fokus, was deine Aufmerksamkeit fordert. In dem Moment musst du vielleicht das Gespräch mit der Person neben dir unterbrechen, weil deine Programmierung nicht ausreicht, das Programm, was du in dein Unterbewusstsein fürs Autofahren reingeschrieben hast, diese Situation jetzt auch automatisch bewältigen zu können. Das heißt, in dem Moment wird der Autopilot abgeschaltet und du musst auf manuelle Steuerung sozusagen, im Auto auch tatsächlich manuelle Steuerung, wechseln. Und diese Momente, diese Unterbrechungen, die können dir ganz besonders bewusst machen, wann du eben im Autopilot bist und wann nicht. Und jetzt heißt die Episode ja raus aus dem Autopiloten. Ja, das heißt, ich habe das schon so ein bisschen als Ziel definiert. Aber wir haben eben schon gesehen bei den Beispielen, die ich dir gesagt habe, dass der Autopilot nicht per se gut oder schlecht ist. Nicht nur, dass ich generell versuche, solche ja, Schwarz- und Weißmalerei zu vermeiden, sondern eben auch hier gerade in diesem Fall auch zu sagen,
Nein, es geht nicht darum, ob der gut oder schlecht ist, sondern es gibt einfach Programme in deinem Autopiloten, die dir dienlich sind und es gibt Programme, die dir nicht dienlich sind. Und das heißt, ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass es das Ziel ist, den Autopiloten komplett auszuschalten, weil du dann in deinem Alltag überhaupt nicht mehr klarkommen würdest. Das heißt, dienliche Dinge, in denen dich der Autopilot eben unterstützt, das ist sowas wie eben Alltagstätigkeiten ausführen zu können, ohne immer wieder sie quasi jedes Mal, wenn du sie machst, aufs Neue zu lernen und dich auf jeden einzelnen Schritt fokussieren zu müssen. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du ins Auto steigst, wäre wie deine allererste Fahrstunde. Ja, dann hätten wir deutlich weniger Autos auf der Straße, weil die Menschen viel zu gestresst wären, um Auto zu fahren. Du brauchst es auch beim Autofahren, auch diese Routine in den mechanischen Dingen, also in den Schritten, die du wirklich selbst im Auto machen musst, diese Routine zu entwickeln, um deinen Fokus dann eben auf den Verkehr legen zu können. Als ein Beispiel. Das ermöglicht dir quasi in Anführungsstrichen sowas wie Multitasking. Ja? Also echtes Multitasking, das heißt, gleichzeitig mit wirklichem Fokus zwei Aufgaben zu machen, bei denen du bewusst bei der Sache bist, das ist meiner Ansicht nach nicht möglich. Aber so Dinge wie eben Autofahren und sich gleichzeitig unterhalten und auf den Verkehr konzentrieren, ist quasi ein Multitasking, was jetzt im Normalfall nicht unbedingt schadet. Ne? Kann natürlich auch mal in die Hose gehen, aber machen Millionen von Menschen jeden Tag da draußen. Und ein anderes Beispiel ist Zähneputzen. Ja, stell dir vor, du müsstest jeden Morgen und Abend aufs Neue lernen, wie das mit dem Zähneputzen funktioniert. Das wäre nicht nur umständlich und du hättest wahrscheinlich sehr wenig Bock, dir die Zähne zu putzen, wenn du es immer wieder neu lernen müsstest, wenn du dich wirklich auf jeden Handgriff und jeden Schritt fokussieren müsstest, sondern dieser Autopilot für die Alltagstätigkeiten sorgt eben dafür, dass du mehr Raum für wichtigere Dinge hast und vor allen Dingen auch wichtigere Entscheidungen. Es ist ein Automatismus, Zähneputzen zu gehen, nicht nur das Zähneputzen an sich, sondern du hast es auch zu deiner Routine gemacht, zum Autopilotenprogramm, dass du nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen deine Zähne putzt. Das heißt, du musst keine bewusste Entscheidung darüber treffen, dass du es tust. Weil wir Menschen haben so ein gewisses Kontingent an Entscheidungsenergie, nenne ich es mal. Und je weniger Entscheidungsenergie wir in Alltagsdinge wie eben das Zähneputzen stecken oder wie, na, dass so Leute wie zum Beispiel Steve Jobs, der immer die gleichen Klamotten angehabt hat, ja, einfach immer schwarzer Rolli, schwarze Hose, weil dann muss er sich morgens nicht dafür entscheiden, was er jetzt anzieht. Und je mehr dieser Alltagsentscheidungen in den Autopiloten übergehen, desto mehr hast du Raum für die wichtigen Entscheidungen, sei es jetzt irgendwie auf der Arbeit, sei es was dein persönliches Leben angeht, ja, dass der Fokus eben mehr auf den Dingen liegen kann, die dir wirklich wichtig sind. Nur das Problem ist, dass ganz, ganz viele Menschen auch diese Dinge nicht bewusst wahrnehmen. Das heißt, auch da in einem Autopiloten sind. Aber da kommen wir später zu. Und der Autopilot, der schützt dich auch davor, dass du unter völliger Reizüberflutung leidest. Weil wir nicht nur generell als Menschen, sondern vor allen Dingen natürlich in unserer heutigen Welt so viel mehr Reizen ausgesetzt sind, dass alles so viel schneller ist, wir viel mehr Mikroentscheidungen pro Tag treffen müssen. Und stell dir mal vor, all diese Tätigkeiten, die du an einem ganz normalen Tag machst, ja, von Aufstehen, Zähneputzen, Essen zubereiten, Essen, zur Arbeit fahren, all die verschiedenen Tätigkeiten auf der Arbeit, Lebensmittel einkaufen zu gehen, zum Sport zu gehen, du müsstest alles das immer mit 1000-prozentigem Fokus machen. Du würdest sehr, sehr langsam vorankommen und vor allen Dingen würde eben die Welt mit all den Reizen um dich rum und mit all den Entscheidungen, die du zu treffen hast, dich völlig fertig machen. Ne? Also dein System, dein Gehirn würde völlig heiß laufen, wenn du alles immer komplett bewusst durchführen müsstest. Das heißt, der Autopilot ist jetzt keine neue Zivilisationskrankheit, sondern es ist schon ein System in uns, was durchaus Sinn macht und was uns beim Überleben hilft. Das heißt, den Autopilot komplett auszuschalten, das kann nicht unser Interesse sein, sondern es geht vielmehr darum zu gucken, welche Dinge, welche Programme laufen in meinem Autopiloten, die mir eben nicht dienen, ja, die mir nicht das Überleben sichern, sondern eigentlich mein Leben in irgendeiner Form einschränken.
Und das können zum Beispiel eben Überzeugungen über dich selber sein, ja, Überzeugungen über das Leben, die dich von Dingen abhalten, die du eigentlich möchtest. Ja, wenn du davon ausgehst, die Welt da draußen ist böse und gefährlich und das ist eine Überzeugung, die tief in dir verankert ist, dann wirst du nicht rausgehen in die Welt entdecken und Menschen kennenlernen. Und wenn du überzeugt davon bist, das Beispiel von eben, ja, dass du dumm bist, dann wirst du nicht anfangen, neue Dinge zu lernen und dann wirst du nicht anfangen, Neues zu wagen, dich zu verändern und eben mit Neugier durch die Welt gehen, sondern du wirst dich klein halten damit. Und das können auch übernommene Gedanken und Gefühle sein, die uns eigentlich selbst nicht entsprechen, die wir aber zum Beispiel aus den Nachrichten übernehmen. Und gerade in den Nachrichten, wenn wir das als Beispiel nehmen, da wird ganz, ganz viel Angst auch geschürt. Aktuelles Beispiel ist der Coronavirus. Wenn du in China lebst, dann ist der Coronavirus durchaus eine reale Gefahr. Die reale Gefahr in Deutschland ist immer noch extrem gering. Du kannst aber, wenn du dir jetzt jeden Tag in den Nachrichten die Panikmache darüber anguckst, natürlich selber da reinkommen, diese Panik auch zu verspüren und dementsprechend dann dich draußen auch anders zu verhalten. Ja? Immer wieder hört man jetzt Geschichten auf Social Media oder Nachrichten. Ich gucke keine Nachrichten, ja, das nur am Rande. Gibt es auch eine ganze Podcast-Episode zu, verlinke ich mal in den Shownotes. Aber es gibt immer wieder Stories darüber, dass halt tatsächlich einfach Menschen, nur weil sie in irgendeiner Form asiatisch aussehen, schon gemieden werden oder schräg angeguckt werden, weil inzwischen per Nachrichtenprogrammierung asiatisch aussehende Menschen mit dem Coronavirus verbunden sind. Und das ist natürlich gerade eben wenn du jetzt nicht, ne, gerade durch Asien reist, dann macht es vielleicht schon Sinn, dir einen Mundschutz anzuziehen und deine Hände zu desinfizieren. Aber wenn du in Deutschland deinen ganz normalen Alltag lebst, dann ist es im Moment keine reale Gefahr. So. Und trotzdem ist es etwas, was Menschen in Panik versetzt. Ja? Auch das ist Programmierung. Und eben auch eine Programmierung, die nicht über Jahre entstehen muss, sondern die tatsächlich auch in so einer Gesamtgesellschaft relativ schnell gehen kann. Aber meiner Ansicht nach eben eine Art von Programmierung, die dafür sorgt, dass du ein Stück weit fremdgesteuert bist. Weil es ist nicht deine bewusste Entscheidung, Angst vor dem Coronavirus zu haben, sondern du lässt dir diese Angst von den Nachrichten einprogrammieren. Und noch ein Fall, in dem dir der Autopilot nicht dienlich ist. Wenn du nämlich ständig nur unbewusst durchs Leben läufst und einfach nur reagierst auf das, was so an Reizen auf dich eintrifft und eben nicht in der Position bist, wo du bewusste Entscheidungen triffst, ist, dass du eben auch nicht bei dir bist. Das heißt, du nimmst überhaupt nicht wahr, und aus dieser Richtung kam ja auch die ursprüngliche Frage auf Instagram, wie machst du das, dass du dich bewusst wahrnimmst, dass du deine Gefühle bewusst wahrnimmst. Und wenn du eben auf Autopilot unterwegs bist, dann spürst du das nicht, dann kriegst du das gar nicht mit, wie es dir geht, dann kriegst du nicht mit, ob du angespannt bist, ob du traurig bist und was dein Körper jetzt braucht, was deine Seele jetzt braucht. Und all diese nicht dienlichen Programme aus dem Autopiloten, die können eben dafür sorgen, dass du ein Leben führst, in dem du dich nicht erfüllt fühlst. Ja, ein Leben, in dem du eigentlich selber überhaupt nicht präsent bist, in dem, was hier und jetzt gerade ist und geschieht. Und dass du eben nicht spürst und nicht wahrnimmst, was du wirklich willst, was du wirklich brauchst. Und dass so ein Gefühl entstehen kann, dass du eben fremdbestimmt, dass du quasi ferngesteuert bist. Und das eben auch dazu führen kann, dass du ganz konkret einfach ungesunde Verhaltensweisen entwickelst, wirklich in ganz alltäglichen Dingen, zum Beispiel eine Abhängigkeit vom Shopping angeht oder so. Wenn du dich von der Werbung beeinflussen, programmieren lässt, dann fehlt dir immer irgendwas, ja? Dann gibt es immer etwas, was du kaufen musst, damit du komplett bist, damit es dir besser geht, damit du glücklich bist. Oder wenn du mit der Überzeugung aufgewachsen bist, dass du unsportlich bist, dann wird das nicht dafür sorgen, dass du anfängst, dich regelmäßig zu bewegen und dir und deinem Körper was Gutes zu tun. Das heißt, zusammengefasst nochmal, es geht nicht darum, den Autopiloten komplett loszuwerden, sondern es geht darum, die dienlichen Automatisierungen zu behalten und die Automatisierungen und Programme, die dir eben nicht dienlich sind, dir derer bewusst zu werden und die zu ändern, wenn du das denn möchtest.
Und das ist so ein bisschen wie ein Software-Update auf dem Computer. Ja, das heißt, Schadsoftware und Dinge, die deinen Computer verlangsamen und Dinge, die du auf deinem Computer nicht mehr brauchst, die schmeißt du runter, damit eben mehr Kapazität für die Dinge da ist, die du wirklich brauchst und die dich nach vorne bringen. Und jetzt habe ich ja vorhin die Definition vorgelesen und da ging es ja darum, dass es üblicherweise automatisch ablaufende, aber eben programmierbare Steueranlagen sind. Und das Gleiche trifft eben auch auf dich zu. Und der Umstand, dass du durch deine erlernten Verhaltensweisen, durch deine vergangenen Erlebnisse, durch deine Überzeugungen, alles das, was du immer und immer wiederholt hast in deinem Leben, dass du programmiert worden bist, dich aber auch selbst programmiert hast, heißt im Umkehrschluss eben auch, dass du dich umprogrammieren kannst, dass du eben dieses Software-Update machen kannst und das eben aus eigener Entscheidung heraus machen kannst. Du musst nicht warten, und darauf kannst du übrigens lange warten, dass das irgendwer oder irgendwas für dich macht, sondern das ist was, das kannst nur du für dich selber machen. Und der Untertitel dieser Episode verrät es schon, das Gegenmittel sozusagen gegen den Autopiloten ist die Achtsamkeit. Das ist ein Bewusstsein zu schaffen, wirklich bewusst wahrzunehmen und dann eben neue Entscheidungen treffen zu können. Und mehr ins Spüren zu kommen und so ein bisschen aus dem Kopf, aus dem Denken rauszukommen. Und hier im Moment zu sein, präsent zu sein und eben nicht mit dem Autopiloten ganz woanders zu sein, sondern eben dazu in der Lage zu sein, an den Punkten und auf die Dinge in deinem Leben und deinem Alltag bezogen, die dir wichtig sind und wo es eine Rolle spielt, dass du eine bewusste Entscheidung triffst, dort die Möglichkeit zu schaffen und eben die Achtsamkeit wieder zu entwickeln, diese Dinge wahrzunehmen und dann neu zu entscheiden. Und wie das jetzt ganz konkret aussieht und welche Tools dich dabei unterstützen kann, das habe ich in 5 Schritte aufgeteilt. Und der erste von diesen 5 Schritten, das ist, das überhaupt erstmal zu verstehen. Und da bist du ja gerade schon dabei, weil du diesen Podcast hörst. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, ein Buch, was mir ganz, ganz viel zu dem Thema beigebracht hat, was mein Wissen erweitert hat, war das Buch Ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza. Das werde ich mal in den Shownotes verlinken. Das ist dann so ein bisschen schon Next Level, wenn du da also tiefer einsteigen möchtest. Und grundsätzlich geht es aber einfach erstmal darum, dass du dir überhaupt, ja, dass du überhaupt weißt, dass es sowas wie den Autopiloten gibt. Und es gibt nämlich ganz, ganz viele Menschen da draußen, die quasi durch ihr Leben schlafwandeln und überhaupt nicht wissen, dass da ein Unterbewusstsein ist, was sie steuert. Die das überhaupt nicht mitbekommen, die zwar die Auswirkungen spüren, die aber eben die Ursache nicht kennen. Und jetzt hast du hier zumindest einen kleinen Einblick bekommen in die Ursache und das ist schon mal der allererste Schritt. Und es ist nämlich so, dass dieses System da draußen, auch wenn ich jetzt ja keine Verschwörungstheorien aufstellen will, das muss man gar nicht, weil das relativ offensichtlich ist, unser System alles dafür tut, dass du schlafwandeln bleibst, dass du nicht anfängst aufzuwachen und anfängst bewusst durch dein Leben zu gehen und bewusste Entscheidungen zu treffen. Denn ich habe eben schon mal das Shoppen genannt. Das ist eine Systematik, die ganze Kreislauf aus Werbung und Kaufen funktioniert nur bei Menschen, die schlafwandeln. Wenn du anfängst, dir bewusst darüber zu werden, was die Werbung mit dir macht, dann wirst du nicht mehr so leicht beeinflussbar sein und dann wirst du eben auch andere Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, zu kaufen und dein Geld auszugeben. Ein anderes Beispiel sind die Nachrichten, die wir eben auch schon hatten. Die sind kuratiert. Das ist nicht so, dass die Nachrichten all das abdecken, was in der Welt passiert, weil das passt natürlich nicht in 15 Minuten rein. Und natürlich funktionieren Katastrophenmeldungen meistens besser und führen zu besseren Einschaltquoten als Feel-Good News. Und wenn man sich anfängt, darüber bewusst zu werden und wenn man auch selber anfängt, darauf zu achten, was der Konsum von Nachrichten oder von gewissen Medien anfängt, mit dir zu machen, dann kannst du anfangen, neue Entscheidungen zu treffen und dich bewusst dagegen zu entscheiden, so ja, dich eben fernsteuern zu lassen. Und ja, das heißt, erstmal überhaupt verstehen, es gibt diesen Autopiloten und der nächste Schritt ist eben dann, bewusst eine Entscheidung zu treffen und anzufangen, dich selbst zu beobachten und eben ja, dich dafür zu entscheiden, diesen Autopiloten in den Bereichen, wo er dir nicht dienlich ist, den loszuwerden, dich da umzuprogrammieren. Und
dir eben diese Frage zu stellen, will ich eigentlich wirklich aufwachen? Ich meine, wenn du bis jetzt hier, bis jetzt zu diesem Punkt gekommen bist, dann hast du, ja wie in der Matrix, ja, in dem Film, die blaue Pille oder die rote Pille. Und wenn du die rote Pille genommen hast und wenn du jetzt gerade hier zuhörst, dann hast du zumindest schon mal die rote Pille auf deine Zunge gelegt. Vielleicht hast du sie noch nicht runtergeschluckt. Aber wenn du das getan hast und wenn du dich dafür entschieden hast, deinen Autopiloten umzuprogrammieren, dann bist du schon mitten im Aufwachprozess drinne, aus deinem Schlafwandeln heraus. Und dann gibt es aber meistens eben auch nicht, nee, meistens, sondern meiner Überzeugung nach gibt es kein Zurück mehr. Denn wenn du dir einmal über diese Prozesse klar geworden bist und dann bewusst die Entscheidung triffst, nö, ich will zurück ins Schlafwandeln gehen, dann ist dein Leben wahrscheinlich deutlich unglücklicher, als es vorher schon war. Und das heißt, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dann heißt das eben auch, dass du nicht nur Selbstbestimmung gewinnst, sondern auch im gleichen Zuge, weil das gehört zur Selbstbestimmung dazu, Verantwortung für dich selber übernimmst, Verantwortung für dein Denken und für dein Handeln. Und das ist etwas, was ganz, ganz vielen Menschen riesige Angst macht, weshalb sie lieber schlafwandelnd bleiben, als aus dem Autopiloten rauszukommen. Und es ist nämlich manchmal ganz schön bequem, Dingen da draußen, ja, Umständen da draußen, anderen Menschen da draußen oder Social Media oder wem oder was auch immer, die Schuld für dein eigenes Denken, Fühlen und Verhalten zu geben. So, ja, das ist nur weil, das ist irgendwas da draußen. Schuld jemandem zuzuweisen ist total bequem. Viel bequemer, als eben in dich selber zu schauen und dich zu fragen, welche meiner Überzeugungen und welche meiner erlernten Verhaltensweisen, welche meiner Programme sorgen dafür, dass ich das und das tue oder das und das denke und dass ich nicht da bin in meinem Leben, wo ich eigentlich gerne sein möchte. Und das ist total unbequem. Ja? Veränderung ist unbequem. Und Veränderung ist die logische Konsequenz, wenn du anfängst, dir dieses Autopiloten und dem, was er mit dir macht oder was du dadurch mit dir machst, ja, was dein eigenes Unterbewusstsein mit dir macht, ganz egal, wo der Ursprung von diesen Denk- und Verhaltensweisen ist, wenn du dir dessen klar wirst, dann ist die einzig logische Konsequenz Veränderung. Und die macht Arbeit und die ist anstrengend und die macht manchmal keinen Spaß oder die macht oft keinen Spaß. Und deshalb laufen super viele Menschen da draußen lieber weiter schlafwandeln durch die Gegend und beschweren sich. Ja, das ist mein kleiner Rant des Tages. ich bin da so leidenschaftlich, weil ich einfach am eigenen Leib immer wieder jeden Tag erfahre, wie viel reicher das Leben wird, reicher an Erfahrungen, an Gefühlen, an Erlebnissen, wenn du eben aus dem Schlafwandeln, aus diesem Autopiloten rauskommst, an den Stellen, wo er dir nicht dient. Und ich glaube, dass die Welt sehr, sehr, sehr viel anders aussehen würde, wenn mehr Menschen sich dazu entscheiden würden, diesen Autopiloten bewusst in die Hand zu nehmen. Und wenn du jetzt sagst, ich treffe aber diese Entscheidung, ja, in diesem zweiten Schritt, dann ist jetzt deine Aufgabe sozusagen, zu deinem eigenen Autopilot-Detektor zu werden. Das heißt, herauszufinden, wo in deinem Leben du auf Autopilot unterwegs bist, ohne dass dir der Autopilot in diesen Situationen dient. Und anfangen kannst du damit, indem du zum Beispiel die Unterbrechungen in deinem Autopiloten, wie in der Situation, dass du Auto fährst und dann plötzlich eine stressige Situation auftaucht oder du eben unbewusst zur Arbeit gelaufen bist und dich dann fragst, hä, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, dass du diese Situation nicht einfach super schnell ad acta legst, sondern sie ganz bewusst und auch gerne laut ausgesprochen benennst. Weil damit machst du dir selbst dieses Programm bewusst, wenn du sagst, wow, krass, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich heute zur Arbeit gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, was unterwegs passiert ist, ja? Wie ich in die Bahn eingestiegen bin oder wie ich in das Auto gestiegen bin oder aufs Fahrrad gestiegen bin und wo ich lang gefahren bin. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war mit meinem Kopf ganz woanders. Und wenn eben das passiert, dass dir im Verkehr eine stressige Situation begegnet, dann mach danach nicht, huh, stressige Situation vorbei, okay, weiter zurück ins Autoprogramm. Sondern benenne es ganz bewusst und sag so, krass, ich war gerade im Autopiloten, aber das ist ein Autopilot, der gut ist. Ja? Oder ein Programm des Autopiloten, das Autofahren. Hey, aber
überhaupt erstmal festzustellen, wo und an welchen Stellen du im Autopilot unterwegs bist und eben auch dann für dich zu schauen, hey, ist das jetzt was, was mir dient oder was mir nicht dient? Dann kannst du anfangen, Ausschau nach Momenten zu halten, in denen du dich fremdbestimmt fühlst. In Momenten, wo du vielleicht anders reagierst, als du es eigentlich willst. Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Menschen in deinem Leben, die genau wissen, welche Knöpfe sie bei dir drücken müssen. Und du explodierst, obwohl du eigentlich diese Menschen liebst und gar nicht explodieren willst. Ja, riesengroße rote Flagge, Hinweis auf eine Verhaltensweise, auf ein Gefühl, auf eine Denkweise, die im Autopiloten läuft. Und in diesen Momenten bewusst Stopp zu sagen, also wirklich kannst du, auch wenn die Situation es erlaubt, wirklich für dich auch laut sagen, Stopp. Und dann zu schauen, was geht hier eigentlich wirklich gerade vor sich? Fang an, deinem eigenen Autopiloten auf die Spur zu kommen. Und ganz, ganz wichtig, wenn du dich erwischt im Autopiloten, gerade in den Momenten, wo es Programme sind, die dir nicht dienlich sind, ja, wo du vielleicht zum Beispiel gegenüber einem anderen Menschen anders reagierst, als du es eigentlich möchtest, in diesen Momenten ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht dafür verurteilst. Ein ganz wichtiges Charakteristikum von Achtsamkeit ist, wahrzunehmen, was ist, ohne es zu beurteilen. Das heißt, du kannst sowas dir selbst sagen, wow, stopp, da ist irgendwie ein Programm im Autopilot. Und was macht das Programm mit mir? Brauche ich dieses Programm? Möchte ich dieses Programm weiter behalten? Geh da mit Neugier dran, anstatt zu sagen, wow, du Idiot, jetzt hast du das schon wieder gemacht und du weißt, in welche Richtung das Ganze dann geht. Bewerte dich nicht dafür, sondern werde eben wirklich zum neugierigen Forscher. Lern dich und deinen Autopiloten kennen und fang an, diese Programme immer häufiger zu erkennen. Gerade Programme, die dir sehr, sehr häufig begegnen, die wirst du dann sehr schnell auch wiedererkennen. Und gerade bei dem Wiedererkennen kann es dich unglaublich unterstützen, ein Journal zu führen. Da gab es letzte Woche eine sehr ausführliche Episode im Podcast zu. Hör da auf jeden Fall rein. Und was dir beim Journaling eben auffallen kann, sind genau diese Situationen, wo dir im Moment gar nicht klar wird, dass du vielleicht anders reagiert hast, als du eigentlich reagieren wolltest. Wie oft passiert dir das, dass du auf eine Situation zurückblickst und sagst, fuck, ach, hätte ich das doch immer früher gemerkt, ja? Mann, ich war echt ein Arschloch oder so. Oft merken wir das eben nicht im Moment, gerade weil wir eben auf dem Autopiloten unterwegs sind. Und wenn du das im Nachhinein dann zum Beispiel beim Journalen feststellst, wenn du Morgenseiten schreibst und wenn du einfach eine regelmäßige Schreibpraxis hast, dann wird dir das in diesen Momenten klar werden und vor allen Dingen kannst du, wenn du zurückschaust, dann da eben auch sehr viel schneller Muster erkennen. Und noch etwas, wozu du das Journal nutzen kannst, ist dann eben wirklich aufzuschreiben und zu überlegen, muss das eigentlich so sein? Ist das eine Verhaltensweise, die mir dienlich ist? Und wenn nein, wie kann es anders gehen? Wie kann es anders aussehen? Fang alle an, alles zu hinterfragen. Es kann unglaublich anstrengend werden, aber auch eben unglaublich aufschlussreich und spannend sein. Wie gesagt, geh da mit Neugier ran. Und der dritte Schritt nach dem ersten, dem Verstehen, dem zweiten, eine Entscheidung zu treffen und zum deinem Autopilotendetektor zu werden. Der dritte Schritt ist, Achtsamkeit zu entwickeln. Und das Problem mit Achtsamkeit ist, du kannst Achtsamkeit nur entwickeln, indem du anfängst, sie zu leben. Aber um Achtsamkeit zu leben, wiederum musst du achtsam sein. Ja? Das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und achtsam bist du eben nicht, wenn du im Autopiloten unterwegs bist. Das heißt, die Krux ist jetzt, wo und wie fängst du an? Du fängst an, indem du diese Unterbrechungen, die manchmal im Autopiloten von außen kommen, ja, wie die stressige Situation beim Autofahren im Verkehr, du fängst an, diese Unterbrechungen gezielt zu setzen. Nicht indem du dich in gefährliche Situationen im Verkehr begibst, bitte, ja? sondern indem du Unterbrechungen in deinem Alltag schaffst. Punkte, an denen du dir einen Moment Zeit nimmst, um innezuhalten und zu schauen, was gerade ist. Das heißt, das kann zum Beispiel sein eine Erinnerung auf deinem Handy. Das kann zu einem gewissen Zeitpunkt sein, es gibt da auch Apps für zu Zufallsprinzipszeitpunkten sein. Ja, das heißt, die App entscheidet dann, zu welchem Zeitpunkt sie dich erinnert.
Und in dem Moment, wo dein Handy klingelt und der Handywecker dann sagt, Achtsamkeit. Oder dann steht auf dem, du kannst die, wenn du den ganz normalen Handywecker benutzt, die kannst du bei den meisten Handys, kannst du die benennen. Das heißt, du kannst dann einstellen, was auf deinem Display erscheint, wenn der Wecker klingelt. Das heißt, sowas wie, was ist gerade? Oder schließ kurz die Augen, atme tief ein und aus und beobachte, was ist. Beobachte, wo du mit deinen Gedanken und Gefühlen bist. Eine andere Möglichkeit sind Post-its, gerne auch an wechselnden Orten. Ja, das heißt, übrigens sehr hilfreich, auch wenn du mit einer anderen Person zusammenlebst, in der WG oder in der Partnerschaft oder so, dass ihr euch gegenseitig, wenn ihr euch da unterstützen wollt, Post-its einfach irgendwo in der Wohnung mal aufhängt. Ja? Weil wenn du ein Post-it dir an den Badezimmerspiegel bappst, das hilft dir vielleicht 2-3 Tage lang und dann nimmst du es nicht mehr wahr. Wenn aber jemand anders dir die Post-its irgendwo hinbappt und du das eine Überraschung für dich ist, dann ist es eine tatsächliche Unterbrechung in deinem Alltag. Aber du kannst natürlich auch versuchen, dich selber so ein bisschen auszutricksen, indem du das Post-it immer mal an andere Stellen hängst und dann eben sozusagen darüber stolperst. Ja? Also es sind positive Stolpersteine im Alltag. Und was auch funktioniert, zum Beispiel, wenn das Handy etwas ist, was sich regelmäßig in den Autopilotenmodus versetzt, Post-it auf das Display zu kleben, so dass du dein Handy nicht sehen kannst und erst bewusst das Post-it entfernen musst, um dein Handy dann auch benutzen zu können. Und was auch funktionieren kann, sind Anker. Ja, das können sowohl Gegenstände als auch Situationen sein. Das heißt, wenn ist zum Beispiel irgendeine, keine Ahnung, eine Figur aus dem Überraschungsei, die du dir auf deinen Bildschirm auf der Arbeit stellst. Ja? Irgendwas, was du mit dem Thema Achtsamkeit verbindest oder etwas, was dich an deinen Autopiloten erinnert. Vielleicht ein kleines Flugzeug oder so, ja? Oder vielleicht ist es ein schöner Stein, den du in deiner Hosentasche rumträgst. Ein Anker, der dich immer wieder daran erinnert, einen Moment innezuhalten. Und es geht auch mit Situationen. Das heißt, du kannst eine Entscheidung treffen und sagen, jedes Mal ab sofort, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und warte oder jedes Mal, wenn ich in den Stau komme und eigentlich in dieses automatische Programm Ich bin genervt reinfallen würde, diesen Moment nutze ich, im Auto vielleicht nicht mit Augen schließen, an der Supermarktkasse von mir aus ja, sei dir überlassen, aber diesen Moment nutze ich, um mir bewusst zu werden, was gerade ist und wie ich mich fühle, welche Gedanken gerade in mir vorgehen und vielleicht auch schon so ein bisschen dir darüber bewusst zu werden, was eigentlich das automatische Programm gewesen wäre, wenn du dir nicht diese Situation als Anker gesetzt hättest. Was wäre dein normales Verhalten, wenn du in der Supermarktschlange stehst und warten musst? Ist es, an die anderen Kassen zu schauen und zu schauen, ob du zu einer anderen Kasse gehen kannst und damit es da schneller geht? Ja? Ertapp dich in diesen Momenten und nutze genau diese Momente ganz bewusst dazu, eben einen Moment innezuhalten und zu fragen, wie geht's mir? Wo bin ich eigentlich gerade? Also in Anführungsstrichen, wo bin ich gerade? Ja, du kannst auch tatsächlich einfach mal sagen, ah krass, ja, ich stehe im Supermarkt und das sehe ich alles um mich rum. Kannst du auch leise in deinem Kopf sagen, musst nicht unbedingt Selbstgespräche an der Kasse führen. Wenn du willst, dann mach es. Ich bin mir sicher, ich mache das ab und zu. Und aber eben, ne, wo bist du gerade mit deinen Gedanken? Wo bist du mit deinen Gefühlen? Und wo wolltest du eigentlich gerade hin mit deinen Gedanken und Gefühlen? Ja? Das sind kleine Schritte hin zu mehr Achtsamkeit. So, das war Schritt Nummer 3, Achtsamkeit anfangen zu entwickeln, indem du gezielte Unterbrechungen in deinem Alltag einbaust. Und der nächste Schritt ist, diese Achtsamkeit dann zu kultivieren, also sie wirklich zu einer Gewohnheit zu machen. Ja, ich habe es eben schon gesagt, Achtsamkeit kannst du nur entwickeln, wenn du anfängst, Achtsamkeit zu leben. Oder wenn du eben anfängst, Routinen und Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren, die diese Achtsamkeit fördern. Achtsamkeit ist nichts, was du einmal lernst und dann für immer hast. Das ist genauso wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, um Muckis aufzubauen. Das ist nicht so, dass du, wenn du die Muckis, die du dir gewünscht hast, erreicht hast, dass du dann aufhörst, ins Fitnessstudio zu gehen, weil dann verschwinden die Muskeln wieder. Genauso ist es mit der Achtsamkeit auch. Selbst wenn du ein hohes Maß an Achtsamkeit in deinem Leben erreicht hast, dann wird das anfangen zu verschwinden, wenn du nicht weiterhin Achtsamkeit wirklich als Praxis begreifst und jeden Tag lebst.
Das heißt, dieser Schritt, da geht es wirklich darum, Achtsamkeit zur Gewohnheit zu machen. Und was dabei eben hilft, sind Routinen. Ja? Also Routinen schaffen Gewohnheit. Oder vielleicht kann man es sogar gleichsetzen. Routinen sind Gewohnheiten. Egal, darum geht es jetzt gerade nicht. Und auch Routinen können natürlich irgendwann, das ist die Krux daran, wieder zum Autopiloten werden. Das heißt, also mir ist es letztens erst wieder passiert, dass ich mache jeden Morgen den gleichen kurzen Yoga-Flow. Und ich habe den über so lange Zeit gleich gemacht, dass ich wieder angefangen habe, dabei mit dem Kopf irgendwo anders hinzugehen. Und habe mich dann dabei erwischt und habe einfach nur ganz kleine Änderungen in dem Flow gemacht. Ein paar Übungen rausgeschmissen, andere dafür reingenommen oder die Reihenfolge gewechselt. Und das alleine reicht dazu, dass ich wieder mit viel mehr Achtsamkeit dabei bin, weil ich mich eben wieder mehr fokussieren muss auf das, was ich jetzt wirklich gerade in dem Moment mache. Und aufpassen muss, dass ich nicht in meine alte Routine, meinen alten Autopiloten wieder zurückrutsche. Das heißt, Routinen sind super, super hilfreich, um Achtsamkeit zu entwickeln und Achtsamkeit zu leben, aber sei auch da auf der Hut vor dem Autopiloten. Aber ja, grundsätzlich, was sind Routinen, die dir dabei helfen, Achtsamkeit zu kultivieren? Ich teile das in zwei Bereiche auf. Das eine sind Dinge, die du mit deinem Körper machst und das andere sind Dinge, die du mit deinem Geist machst. Die aber sozusagen das Ziel haben, dass eigentlich beide Einheiten, Körper und Geist, eben eins werden, dass sie miteinander verbunden sind. Es geht nicht darum, die als separiert zu betrachten. Ich habe das jetzt nur einfach eingeteilt, damit das einfacher zu gliedern ist. Das heißt, Dinge, die du mit deinem Körper machen kannst, ist das, was ich gerade schon genannt habe, ja, bewusste Bewegung. Das heißt, alle Arten von Bewegung, die sehr viel mit Achtsamkeit arbeiten. Das heißt, sowas wie Yoga, Pilates, Qigong, Tai Chi, das sind nicht unbedingt die Dinge, bei denen du jetzt die Hamamukis oder die Riesenausdauer aufbaust, aber das sind die, ja, in Anführungsstrichen Sportarten, wo Achtsamkeit und die Wahrnehmung des eigenen Körpers ein ganz zentraler Bestandteil sind. Eine andere Möglichkeit, die du in jeder Minute deines Tages nutzen kannst, sind deine eigenen fünf Sinne. Ne? Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Das sind die eingebauten Mechanismen, die du schon in deinem Körper hast, die du immer und überall dabei hast, die du nutzen kannst, um bewusst in den Moment, ins Hier und Jetzt zu kommen und eben achtsam wahrzunehmen, was gerade ist. Ja, wie es sich anfühlt, wenn du dir die Hände wäschst, wie warm oder kalt das Wasser ist, was über deine Hände läuft. Oder beim Essen wirklich wahrzunehmen, was die verschiedenen Geschmacksrichtungen in deinem Mund sind, was die Textur von dem Essen ist, was die Temperatur von dem Essen ist, wie es sich anfühlt, wenn du kaust, wenn du runterschluckst. All diese Tätigkeiten, die sonst im Autopiloten ablaufen, die ganz bewusst mit deinen Sinnen wahrzunehmen und damit sehr, sehr, sehr viel präsenter für den Moment zu werden. Das heißt nicht, dass du immer so essen musst oder dass du immer so die Hände waschen musst. Aber das sind Dinge, die als Training dienen, Training für mehr Achtsamkeit, was sich eben auf andere Bereiche deines Lebens auswirken wird, nicht nur auf diese eine Tätigkeit, wo du ganz bewusst mit deinen Sinnen dabei bist. Und ich habe eine ganze Podcast-Episode dazu gemacht, die heißt Komm vom Kopf in den Körper, glaube ich. Verlinke ich aber auch in den Shownotes. Und ein anderer Zugang, der auch mit deinem Körper zu tun hat und deine Achtsamkeit schulen kann, ist deine Atmung. Ich spreche immer wieder drüber, habe ja neulich auch eine ganze Podcast-Episode zu Breathwork gemacht. Es gibt aber auch eine ganze Podcast-Episode rund um, ja, sozusagen das Basiswissen, wie du deine Atmung bewusst wahrnehmen und bewusst einsetzen kannst. Und dein Atem ist die einzige Körperfunktion, die du bewusst steuern kannst und damit ein riesengroßes und mächtiges Tool, um mit dir und deinem Körper zu arbeiten und eben bewusst ins Spüren zu kommen, bewusst in den Moment zu kommen. Ich steige dir jetzt gar nicht tiefer ein, weil das weiß ich, dass das ein Rabbit Hole für mich ist. Hör dir die Podcast-Episode Transformation durch Atmung an. Auch die verlinke ich in den Shownotes. Und dann gibt es neben den körperlichen Dingen die Dinge, die du mit deinem Geist machen kannst. Und da steht natürlich ganz dick und fett als allererstes die Meditation. Du weißt, ich bin Meditationsanhänger. Ich meditiere seit mehreren Jahren jeden Tag, inzwischen wirklich tatsächlich jeden Tag. Und
Da kannst du auf verschiedene Arten und Weisen meditieren. Was nicht unbedingt zur Achtsamkeit führt, sind so Dinge wie geführte Meditationen, wo du auf irgendwelche Reisen gehst oder so. Weil dann bist du wieder ganz woanders, dann bist du nicht bei dir. Und dann bist du nicht im Moment, sondern da bist du in irgendeiner Zukunft oder in irgendeiner Vision. Ist auch wunderbar, aber nicht für den Zweck der Achtsamkeit. Dafür hilft natürlich die Achtsamkeitsmeditation. Surprise, surprise. Und das heißt, bei der Achtsamkeitsmeditation geht es darum, deinen Fokus ganz bewusst immer wieder auf einen Punkt zu lenken. Das kann sein, dass du eben spürst, wie du auf deiner Unterlage sitzt. Das kann sein, dass du dich auf deinen Atem fokussierst. Da gibt es ganz viele verschiedene Techniken. Du kannst einfach mal nach Achtsamkeitsmeditation googeln. Und dann geht es darum, deine Gedanken wahrzunehmen, beziehungsweise den Moment wahrzunehmen, wo du eben abschweifst von deinem Fokuspunkt und dann liebevoll wieder zurück zu dem Fokuspunkt zurückzukehren und zu sagen, ah krass, ja, da sind Gedanken, ja, da auch wieder mit einer Neugier dran zu gehen und nicht dich dafür zu verurteilen und dann dich aber bewusst dafür zu entscheiden, nö, die Gedanken dürfen jetzt weiterziehen und ich gehe zurück zu meinem Fokuspunkt. Das ist Achtsamkeitsmeditation und das ist meiner Ansicht nach eins der mächtigsten Werkzeuge, um Achtsamkeit zu lernen. Es ist auch eins der härtesten, aber das ist das, wo ich glaube, dass ja der größte Benefit drin liegt, wenn du eben dir klarer darüber werden möchtest, wie du im Moment agierst, reagierst und denkst. Ja, das heißt zum Beispiel in Konfliktsituationen schon im Moment wahrzunehmen, wenn du eigentlich in eine Verhaltensweise fällst, die du eigentlich gar nicht zeigen möchtest, der du nicht nachgehen möchtest, sondern einen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Etwas passiert im Außen und nicht ein automatisches Programm in deinem Autopiloten geht los, sondern du triffst eine bewusste Entscheidung, wie du handeln und reagieren möchtest. Und dafür ist meiner Ansicht nach Meditation unverzichtbar. Ich bin überzeugt, jeder Mensch sollte lernen zu meditieren. Und wie gesagt, es ist nicht unbedingt immer spaßig und easy peasy, aber es ist sowas von lohnenswert. Und auch zur Meditation gibt es eine Episode im Podcast, die ist allerdings schon sehr, sehr alt. Ich müsste die mir ja selber nochmal anhören, ob ich das noch alles so vertrete, was ich da drin erzähle. Aber ich werde sie trotzdem mal in den Shownotes verlinken. Und du kannst Meditation aber auch anders praktizieren, auch Achtsamkeitsmeditation, zum Beispiel als Gehmeditation. Das heißt, wenn du in den Park spazieren gehst, nicht einfach mit den Gedanken sonst wohin schweifen, sondern wieder Fokus auf etwas, zum Beispiel die Sinneswahrnehmung, wirklich wahrzunehmen, wie deine Füße sich in den Socken, in den Schuhen anfühlen, wenn du einen Schritt vor den anderen setzt. Oder zu schauen, was passiert eigentlich mit deiner Wirbelsäule, wenn du läufst. Ne? Dir da einen Punkt zu suchen, dich darauf zu fokussieren. Und was auch funktioniert, das im Alltag zu machen. Ne? Das ist im Prinzip das, wie ich das eben schon bei der Wahrnehmung mit den 5 Sinnen beschrieben habe. Alltagstäglich Tätigkeiten als bewussten Fokuspunkt zu nutzen. Das heißt, beim Händewaschen zu schauen, ne? Wie ist die Temperatur und wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Und noch eine andere Form, deinen Fokus zu trainieren, ist meiner Ansicht nach, Tätigkeiten auszuführen, wo du in den sogenannten Flow-Zustand kommst. Das heißt, Dinge, in denen du Raum und Zeit vergisst und wirklich im Moment bist und nur diese eine Sache machst. Und da musst du mal schauen, was das für dich ist. Das ist für jeden Menschen was anderes. Dinge, die dir Freude bereiten, Dinge, die dich eben in diesen Schwebezustand versetzen. Ja, das kann vielleicht Malen sein oder vielleicht ist es Häkeln oder vielleicht ist es durch den Wald laufen oder so. Alles Dinge, wo deine Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache gerichtet ist. Und auch das wird langfristig deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit trainieren. Und eine dritte Möglichkeit, mit dem Geist an dem ganzen Thema zu arbeiten, gerade wenn du das Gefühl hast, dass es vor allen Dingen viele Überzeugungen, innere Überzeugungen sind, die dich sozusagen fernsteuern, ist natürlich, das mit professioneller Unterstützung auseinanderzunehmen. Ja, das heißt, in Form einer Therapie oder eines Coachings, da wirklich zu schauen, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Überzeugungen, was sind meine Programmierungen, wie sind die entstanden? Weil ich finde, dass durch diese Ursachenforschung zu schauen, wie sind diese Dinge entstanden, na, da kommen wir wieder im Prinzip zum ersten Schritt zurück, zum Verstehen, dass das nicht der einzige Schritt bleiben kann, aber ein wichtiger Schritt ist, um
Achtsamkeit für die eigenen Verhaltensweisen zu entwickeln. Denn wenn du einmal verstanden hast, warum du zum Beispiel auf deinen Vater immer so und so reagierst, warum der weiß, welche Knöpfe er bei dir drücken kann und du jedes Mal wieder genau die gleichen Reaktionen zeigst, die hinter diesen Knöpfen stecken, wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du dich sehr viel schneller dabei erwischen, wenn du so reagierst. Das heißt, auch das ist ein Weg, der dazu führen kann, mehr Achtsamkeit fürs eigene Denken und Verhalten zu entwickeln. Und damit kommen wir jetzt zum fünften und letzten Schritt. Und das ist dann, neue Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn du Achtsamkeit anfängst zu kultivieren, dann wird es immer häufiger dazu kommen, was ich eben schon mal kurz gesagt habe, dass du dir in dem Moment bewusst wirst, wie du eigentlich reagierst, dass du quasi spürst, wenn ein Programm anspringt in deinem Autopiloten, was dir nicht dienlich ist. Das meinte ich mit dem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, es gibt einen Reiz, zum Beispiel dein Vater drückt deine inneren Knöpfe. Ja? Der Vater ist jetzt nur ein Beispiel, das kann dein Chef sein oder wer auch immer. Ja? Und in dem Moment springt dieses Programm an und du nimmst es wahr, dass das Programm anspringt. Und dann kannst du sagen, ein mentales Stopp und eine andere Entscheidung treffen. Und das ist nichts, was du innerhalb von Tagen oder Wochen erreichst. Ja, dieser Punkt, wo du wirklich das erste Mal feststellst, und das ist, war für mich ein Wahnsinnserlebnis, wow, krass, ich merke das nicht erst hinterher, dass ich anders reagiere, als ich es eigentlich möchte, dass mein Autopilot angesprungen ist, sondern ich habe es wirklich direkt im Moment gemerkt und konnte eine andere Entscheidung treffen. Ja? Das ist aber, glaube ich, einfach so ein bisschen so ein gradueller Prozess. Du rückst quasi immer näher an den Zeitpunkt ran. Also was ich damit meine ist, wenn du zum Beispiel in der Konfliktsituation mit einem Autopilot, mit einer Autopilotreaktion dein Gegenüber jetzt anschreist oder so, ja, dann braucht es vielleicht am Anfang 2 Tage, bevor dir das bewusst wird und du merkst so, wow, ja, war jetzt vielleicht nicht so cool, hätte man auch anders machen können. Und dann ist es vielleicht irgendwann so, dass du nur noch 1 Tag brauchst und dann ist es vielleicht so, dass du nur noch 2 Stunden brauchst und dann ist es vielleicht so, dass du irgendwann nur noch 5 Minuten dafür brauchst und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du es direkt in der Situation merkst und dann eine andere Entscheidung treffen kannst. Du kannst aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt, wenn dir sowas klar wird, ja, dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt Achtsamkeit entwickeln, kannst du die Entscheidung treffen und sagen so, wow, okay, ich gebe mir Mühe, beim nächsten Mal anders zu handeln. Ob das dann beim nächsten Mal sofort in dem Moment klappt oder eben einfach ein bisschen früher, dass du dich dann entschuldigst und dass du sagst, ich hätte eigentlich anders reagieren wollen und so weiter und so fort. Ja? Was auch immer dann deine Entscheidung ist. Aber mach dir das bewusst und wie gesagt, werde zum Autopilot-Detektor. Und das ist einfach ein ongoing Prozess, ja? Der ist nicht irgendwann beendet, glaube ich. Jedenfalls bei mir bis jetzt noch nicht. Und auch ehrlich gesagt bei niemand anderem, den ich kenne. Und das wird dazu führen, dass du anfängst, dein Verhalten gegenüber anderen Menschen zu verändern. Weil du dich veränderst, weil du deinen Autopiloten umprogrammierst und dann eben zum Beispiel in Konfliktsituationen anders entscheiden kannst. Es kann aber auch sein, dass es nicht nur auf solche Dinge sich beschränkt, ja, dass du in Konfliktsituationen anders reagierst oder eben auf andere Menschen, auf Reize von außen anders reagierst, sondern es kann auch sein, dass du quasi zu der Entscheidung gezwungen wirst, dadurch, dass du aufgewacht bist, dass du dein Umfeld anpassen musst. Dass es einfach Menschen gibt, die nicht mehr in dein Leben passen, so hart das klingt. Aber wenn du dich veränderst und vielleicht auch drastisch veränderst, dann gibt es vielleicht Menschen, die da nicht mehr reinpassen. Ja, vielleicht sind das Menschen, die eben durch ihr Leben schlafwandeln und lieber allem und jedem die Schuld dafür geben, anstatt Selbstverantwortung zu übernehmen. Wenn du selber in die Selbstverantwortung gehst, dann dauert es eine Weile, bis du diesen Menschen gegenüber mit Gelassenheit begegnen kannst. Der Punkt kommt irgendwann, aber dazwischen gibt es eben eine Zeit, wo du solche Menschen nicht so gut ertragen kannst. Und es bringt überhaupt nichts, diese Menschen verändern zu wollen. Die Entscheidung, den eigenen Autopiloten umzuprogrammieren, die kann nur jeder selbst treffen. Dazu kannst du niemanden zwingen. Und es wird eher das Gegenteil bewirken, dass die Menschen genervt von dir sind und sich von dir abwenden.
Und bis du aber mit deinem umprogrammierten Autopiloten dahin kommst, eben die Menschen trotzdem in deinem Leben zu dulden, aber entsprechende Grenzen zu setzen und zu schauen, okay, wie viel Zeit verbringe ich mit denen, wie weit lasse ich mich von denen beeinflussen oder nicht, ja, das ist ein Prozess. Und es kann aber eben sein, oder es ist sehr wahrscheinlich, wenn du anfängst, dich und dein Leben zu verändern, dass es Menschen gibt, die aus deiner Vergangenheit dann nicht mehr so richtig reinpassen. Und das sind die Momente, in denen Veränderung nicht so viel Spaß macht. Es kann aber sich auch auf ganz andere Dinge in deinem Umfeld beziehen, zum Beispiel, dass du keine Lust mehr hast, in dem keine Werbung zu schauen und im Shoppingwahn mitzumachen oder dass du keine Nachrichten mehr schauen möchtest, um dich davon nicht beeinflussen zu lassen oder dass du vielleicht auch zu dem Punkt kommst, wo du merkst, wow, krass, das tut mir einfach nicht gut. Ich fühle mich scheiße, wenn ich mir die Nachrichten angeguckt habe. Das heißt, die Entscheidungen sind nicht nur darauf bezogen, wie verhalte ich mich, sondern auch eben, was verändere ich tatsächlich in meinem Außen. Vielleicht kommt es auch dahin, dass du merkst, hey, mein Job passt nicht mehr für mich. Ja? Also das kann schon sehr weitreichende Folgen haben. Ja? Das heißt, wie gesagt, wenn du die rote Pille nimmst, es gibt nicht mehr wirklich ein Zurück. Und ich will jetzt nicht sagen, überleg dir das gut, weil wenn du bis hierhin gekommen bist, dann hast du dir das eigentlich schon längst überlegt, dass du deinen Autopiloten umprogrammieren möchtest. Aber ja, es kann sein, mach dich darauf gefasst, dass sich auf jeden Fall einiges ändern wird, wenn du diesen Weg konsequent gehst. Und was der Benefit davon ist, dass du natürlich viel mehr bei dir bist, dass du viel mehr die Verbindung zwischen deinem Körper und deinem Geist hinbekommst, weil du häufiger im Moment bist, weil du häufiger in die tatsächliche Wahrnehmung gehst, wie geht's mir eigentlich gerade, ja, in dieses Innehalten reingehst, weil es viel häufiger die Momente gibt, wo du eben bemerkst, dass du Gedanken denkst, die dir eigentlich nicht gut tun. Du wirst mehr bei dir sein, du wirst mehr spüren, was deine eigentlichen Bedürfnisse sind und dementsprechend dann auch entsprechende Entscheidungen treffen. Und auch zum Thema Bedürfnisse gibt es, glaube ich, sogar 2 Podcast-Episoden. Auch die werde ich in den Shownotes verlinken. Aber du kannst eben, es gibt dir die Möglichkeit, ein Leben zu erschaffen, was viel mehr eben dir selbst entspricht und nicht den automatischen Programmen, die irgendwann auf irgendwelche Art und Weise in deinem Unterbewusstsein, in deinem Autopiloten entstanden sind. Und es wird auch dazu führen, dass du eben deine Intuition viel mehr spürst, als Entscheidungen dann über den Kopf zu treffen. Das heißt, dein Körper wird dir viel mehr sagen, was er braucht, nicht nur auf einem physischen Level, sondern eben auch auf einem mentalen, auf einem emotionalen Level. Und das ist dann der richtig schöne Teil des Weges sozusagen, wo du lernst, mit deiner Intuition zu spielen, die wirklich ernst zu nehmen und dein Leben danach auszurichten, was eben dein Körper, was deine Seele, was dein Bauchgefühl dir sagt. Und auch dazu gibt es schon Podcast-Episoden, auch die werde ich in den Shownotes verlinken. Und jetzt merke ich gerade hier, übrigens mal wieder eine Tieftaucher-Episode, für die ich mich nicht mehr entschuldigen werde. Vielleicht hast du den Post, den ich neulich dazu gemacht habe, auf Instagram gelesen. Ich packe den auch mal in die Shownotes rein, falls du ihn noch nicht gelesen hast. Werden sehr umfangreiche Shownotes heute. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich habe so oft jetzt irgendwelche Podcast-Episoden erwähnt. Das heißt, eigentlich sollte es alle Tools und alle Anleitungen und alles, was du dazu brauchst, um von dem Autopiloten in die Achtsamkeit zu kommen, bereits im Podcast geben. Und es war jetzt hier zwar eine umfangreiche, aber vielleicht nochmal eine wichtige Folge, um so ein bisschen die Zusammenhänge ein bisschen besser zu verdeutlichen. Hoffe ich jedenfalls, dass sie das getan hat, dass sie das für dich getan hat, diese Episode. Und was mich interessieren würde, wo auf diesem Weg stehst du gerade? Wo hast du dich wiedererkannt? Vielleicht hast du gerade erst verstanden, wow, krass, da gibt es sowas wie den Autopiloten. Und dann geht es nicht darum zu sagen, verdammt, wieso habe ich das nicht früher gewusst? Sondern da geht es darum, diesen Moment zu feiern und zu sagen, krass, ja cool, das ist jetzt der erste Schritt und ich freue mich auf all das, was da noch kommt. Wie gesagt, Neugier ist die beste Einstellung, mit der du an diesen ganzen Prozess rangehen kannst. Und vielleicht bist du aber auch schon weiter, ja? Vielleicht bist du schon eine Weile auf diesem Weg und dann freue ich mich, wenn du mit mir teilst, wie du Achtsamkeit im Alltag lebst. Ist es eines von den Tools, von denen ich jetzt hier erzählt habe, oder ist es vielleicht auch was ganz anderes, was ich noch gar nicht kenne? Ja? Würde ich mich sehr freuen, wenn wir da in den Austausch gehen. Schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail über meine Webseite
Oder geh natürlich gerne auf Instagram zum Post dieser Episode und kommentiere da unten drunter. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast teilst. Das heißt, wenn du ihn jetzt gerade gehört hast, dann mach noch schnell einen Screenshot und teile den super gerne in deinen Instagram Stories, falls du die nutzt. Und dann werde ich das auch weiter teilen. Und ich freue mich riesig, von dir zu hören, auf welchem Wege auch immer. Und wie gesagt, diese Episode ist entstanden, weil mich jemand auf Instagram danach gefragt hat. Und das kann also passieren, ja, wenn du da aktiv wirst, wenn du Fragen stellst, wenn du Feedback gibst zum Podcast. Und vielleicht gibt es ja was, wo du sagst, da würde ich super gerne mal eine Episode zu hören und mal so einen richtigen Deep Dive machen, wie jetzt hier zum Thema Autopiloten. Dann lass mich das super, super gerne wissen. Und damit bleibt mir nur noch, dir zu verraten, wo du die umfangreichen Shownotes findest. Und zwar ist das unter www.sarah-heinen.de/episode160. Und Sarah ohne H geschrieben. Denn falls du es noch nicht mitbekommen hast, der Podcast hat ein neues Zuhause auf meiner neuen Webseite gefunden. Und da findest du ab sofort zu allen, auch den vergangenen Episoden, die Shownotes. Trotzdem sollten alle alten Links weiterhin funktionieren. Sollte das nicht der Fall sein, dann freue ich mich über einen Hinweis. Das nur noch mal als Wiederholung, falls du es in der letzten Woche nicht mitbekommen hast. Und ja, ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und Sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.